Die Räte der Stadt Mittweida beschlossen auf ihrer letzten Stadtratssitzung einstimmig einen Grundsatzbeschluss zur Erstellung eines Doppelhaushaltes für 2018-2019. Der Haushalt soll im nächsten Jahr erstmals für 2 Jahre aufgestellt werden. Die Stadtverwaltung will damit die Entlastung ihres Personals in der Kämmerei erreichen. Oberbürgermeister Schreiber sagte in der Diskussion: Wir haben dadurch am Anfang des Jahres keine haushaltslose Zeit. Wir können unser Geld weiter ausgeben. Wir müssen aber nach Ablauf des Haushaltes auch ehrlich schauen, was hat es gebracht. Mittweida folgt damit anderen Städten wie Leipzig oder Chemnitz. Weiter beschlossen die Räte die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 des Eigenbetriebes Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida, den Sportstättenleitplan für Mittweida und die weitere Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Breitbandausbau.